Ihr wollt wissen, wofür die Fabrikatoren hier sind? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, es ruckelt noch eigentlich. Ja, es wird gleich besser. Die drei Kollegen hier. Die wollten wir ja irgendwie in unten drunter die entsprechenden Länder bringen. Müsste ich mal gucken. Wo stehen die eigentlich? Das waren doch. Habe ich hier. Ich kann schweben. Das ist gut. Das waren. Die waren das. Die letzten zwei hier. Die Reihe. Oh. Wie machen wir das am besten? Weil die Teile, die da rauskommen, müssen in die Kollegen rein. Ich könnte jetzt. Moment, die Eingänge sind hier auf dieser Seite, da sind die Ausgänge. Wir machen Folgendes. Wir packen uns den Kollegen dahin. Den nehmen wir in die Richtung, bitte von da, genau. Und wir packen uns die Fusionatoren. Fusionatoren, genau. Das ist wieder ein wunderschönes Wort, ne? Einmal. Zweimal. Den dritten brauchen wir nicht. Da packen wir nämlich einfach. Moment. Eins. So. Den da dran. Da rein. Genau so. Und du gehst. Nein. Nein. Sag mal. Von hier aus. Machen wir das am besten. Ich glaube nicht. Dann machen wir. Einen noch, komm. Ah, in die Mitte. Danke. So. Dann hätten wir den Spaß schon mal hier unten. Und jetzt machen wir ganz einfach hier, arbeiten wir ein bisschen seltsam. Wir setzen uns da eine Wand hin. Wir setzen uns. Auch nicht da drin, ne? Dann setzen wir uns hier eine Wand hin. Und dann schauen wir von da aus weiter. Ja, wir brauchen hier Logistik. Von dort. Darüber, ich bin so froh, wenn Update 7 uns die Deckenhalter erlaubt. Moment, das dürfte jetzt auch nicht mehr so lange sein, ne? Da war doch was. Der wird jetzt doof aussehen, weil der geht immer schräg rüber, aber egal. Dann machen wir den Deckel einmal zu. So. Jetzt gucken wir mal eben. Hier draufstellen. Guck mal. Du brauchst schwere modulare Rahmen. Genau. Packen wir die rein. Schau mal, wenn hier auch Aluminium. Wir bauen um. Wir brauchen hier zwei Sachen drin, dann hänge ich die doch alle oben an den Decke entlang. Das heißt, wir nehmen uns den, tauschen das aus, machen das weg. Ah ja, super geklappt. So. Ich glaube, dann haben wir auch das Problem nicht mehr.
Da ist Logistik. Ja. Eigentlich wollte ich oben alles soweit, also schon mal die nächsten Vorprodukte für die schweren Rahmen machen. So, damit hätten wir das. Dann überlegen wir kurz. Hier runter, was muss hier eigentlich rein? Okay, wenn der hier jetzt blockiert wäre, wäre nicht so schlimm, weil wir brauchen nur... Nein, dann wäre schon schlimm, weil wir brauchen zwei Sachen. Okay. Das wollen wir also nicht. Wir setzen uns jetzt hier Splitter hin. Dort rein. Passt das so oder? Ja, das müssen wir einmal ausprobieren. Auch von da und kriege ich von da aus den Kollegen natürlich nicht. Okay. Das ist ein Problem. Müssen wir mal überlegen. Wie kriegen wir das besser hin? Wenn wir hier rauf. Und hier runterstützen. Wir könnten einen hier unten lang gehen lassen. Pass auf, wir machen den hier. Brauchen wir eigentlich noch einen oben drüber. Ja. Bauen wir uns das so. Genau. Ja, da bin ich doch tatsächlich vors Rohr gerannt. So, den dahin. Kannst du schon mal da rein? Du gehst dahin. Dort rein. Müssen wir einmal gucken. Ups. Ich stehe fast schon gut. Dance bitte. Danke. Den nehmen wir uns. So runter. Und packen ihn so rein. Den gleichen Spaß machen wir auf der Seite. Hätten wir alle Sachen da drin, die wir da rein müssen, also sobald wir das zweite Band dann auch gefüllt haben. Das heißt, du musst jetzt von da oben das aus. Das geht genau da vorbei. Geil. Er geht ein bisschen komisch da durch, das gefällt mir nicht ganz so, aber damit lebe ich jetzt einfach. Ich komme damit klar. Jetzt sag mir. Bitte. Ja, der wird jetzt mies. Weil der geht halt nicht da ran. Wir machen das hier. Sag mal, wenn, dann sollte ich das auch so machen, dass dem Ding klar ist,
dass er so rumlaufen soll. Okay. Und drin. Perfekt. So. Hier hätten wir auf jeden Fall jetzt schon mal den Einstieg für das Aluminium. Das ist schon mal gut. Müssen wir das noch irgendwann produzieren? Gar kein Thema. Da hoch. Aber wir fangen jetzt mit den anderen Produkten an. Denn wir brauchen hier ein bisschen was anderes. Fangen wir mit dem hier an. Was sagst du? Wir brauchen modulare Rahmen. Dafür brauchen wir 8 Assembler. Wie viele habe ich hier frei? Das ist der Assembler, ne? Das ist ein bisschen schwieriger. Wir versuchen es mal. Ich möchte gerne in die Richtung rausgehen lassen. Jetzt so nah wie möglich hinten an die Kante. So wollte ich es haben, genau. 2, 3, 4. Okay, da passt keine 4 mehr hin. Das heißt, wir setzen uns die das könnte hier richtig schwierig werden. Gucken wir mal, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. So rum, genau. Da weigert er sich schon. Okay. Wir drehen den Spaß. Dahin. Du da hinten kommst weg. Warum meckerst du da? Nicht genügend Freiraum. In dem bisschen so. Man kann sie auch anstellen. Egal. Ah, so. Und so. Gehen dahin. Gehen dahin. Okay, meine Zahlen da an der Seite stimmen ja schon mal gar nicht mehr. Ich kann einfach wieder 2 draufrechnen. Die Zahl gefällt mir auch besser. Ja, ich bin genauso alt. Okay, damit hätte ich die hier schon mal. Ach, deswegen ist noch eine schöne Zahl, mit der man arbeiten kann. Was machst du? Du machst auch wirklich den klassischen modularen Rahmen. Das finde ich jetzt ganz okay. Dann besser gewesen wären, aber wahrscheinlich ist dann die Produktionsrichtung, also die ganze Produktion ein bisschen schwierig. Kopieren. Einfügen. Na, verdammt. Da kopiert, da eingefügt. Da eingefügt, da eingefügt. Da, da. Da und dort. So. Sollten wir uns jetzt überlegen, wie wir das hier am besten hinkriegen? Wir brauchen halt 4 Sachen. Im Idealfall würde ich die halt alle von der Seite kommen lassen, aber da haben wir diesen Block. Die aber auch von da kommen lassen, weil jetzt ist es shit egal. Dann lasse ich die halt da hinten anfahren. Passt auf. Wir machen jetzt Folgendes: Logistik.
bitter. Oh, ich muss Material holen. Garantiert muss ich Material holen. Von der Seite. Ich möchte gerne. Eins, zwei, drei, vier. Passt alles noch? Eins, zwei, drei, vier. Und hier auch noch mal vier hin. Das kommt hier auch gut raus. So, du kommst auch von der Seite. Eins, zwei, drei. Den freilassen. Eins, zwei, drei. Den freilassen. Eins, zwei, drei. Jetzt können wir hier unten schon mal den und die drei wegmachen. Denn dann kommt hier 1, 2 drauf. 1, 2. 1, 2. Du weg, du weg. Weg, du weg. Und ihr zwei auch weg. Und jetzt setzen wir nur noch dort oben einen drauf. Dort einen drauf. Dort einen drauf. Meistens den weg. Den weg. Und den weg. Und damit haben wir schon genug, um da alles anzuschließen. Das heißt, wir packen uns das dahin. Ziehen hier mal so ein bisschen rum. In die Etage drüber. Und die ganz oben. Hier, bitte da dran. Da auf den. So. In den unteren geht einfach das, was wir gleich da rausholen. Können wir dann umbauen. Das heißt, wir ziehen den dahin. Den dahin. Den dahin. Den da. Und hier machen wir das Gleiche. Und jetzt springen wir einmal hier rauf. Sagen, du kommst dorthin. Und dann noch einmal den Spaß hier. So. Das hätten wir. Über die dann weitermachen. Jetzt ist die Frage, mache ich die erst fertig? Also diese komplette Reihenfolge, weil wir brauchen da ja für Rods und Plates. Ja, nee. Rods und die verstärkten Eisenplatten. Ups. Was? Egal. Wir fliegen hier hin. Und schnappen uns. Die Fusionatoren. Mhm. Könnte sogar klappen. In die Richtung. Das ist schräg, das wollen wir nicht. Der muss noch einen weiter rein. Muss dann also dorthin. Ich jetzt nicht wieder die gleiche Stelle erwischt habe. Nein, habe ich nicht. Perfekt. Entsprechend kommst du dahin.
Perfekt. So wollen wir das haben. So. Das passt. Den brauchen wir dann nicht. Dann können wir hier schon mal fertig machen. Dann hätten wir das da schon mal dran. Wir können uns jetzt den irgendwo hier hinlegen. Ja, aber nicht da vorne rein, das wäre ganz doof. Jetzt schnappen wir uns wieder diese. Unser da rein. Da rein. Und da rein. So, du wirst wieder so rumgedreht. Du bist hier dran, da dran. Du bist dorthin. 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 Und dorthin. Also. Du bist dort falsch. Du solltest doch da drin. Danke. Okay. Die Apparillos bekommen schon mal das Zeug aus den Apparillos. Das ist doch schon mal gut. Könnten. Was ist denn, wenn wir hier hingehen? Hier nochmal eine Wand draufsetzen. Eine reicht. Oh, war auch nur eine. Und dann suchen wir mal hier drüber. Auch wieder so Stufenbauweise Deluxe. Aber egal. Dann könnten wir hier oben drüber auf jeden Fall schon mal die anderen Maschinen hinsetzen, die wir brauchen, um da unten das Zeug zu bauen. Also zumindest können wir uns darüber Gedanken machen, dass sie da hinkommen. Wie sieht es denn jetzt aus? Da in die Richtung. Wollen wir hier mal runter. So. Jetzt brauchen wir hier ...16 Konstruktoren und 13 Assembler noch. Weil wir brauchen Concrete und wie heißt das hier? Beton. Und dafür sollen wir das Rezept nehmen. Rubber Concrete. Suchen wir uns mal hier Beton raus. Dieses hier sollen wir nehmen. Das bringt 45. Okay, das bringt tatsächlich. Bei der hier bringt noch mehr. Ich weiß nicht, warum wir diesen Zwischenschritt machen sollen. Ich habe aber keine Lust, jetzt das hier alles in Frage zu stellen. Weil wenn ich das machen würde, hätte ich ein Riesenproblem. Dann würde nämlich der ganze Plan durcheinander gewürfelt und auf einmal passen. Das ist gar nichts mehr. Auch das, was ich hier schon aufgebaut habe, wäre dann auf einmal komplett anders. Das heißt, stick to the plan. Wir bleiben bei dem Spaß. Obwohl das weniger ist, was da rauskommt und wir ganz bescheuert Rubber brauchen. Uiuiui.
Da brauchen wir 8. 8. Reihe geht ja hier noch ganz gut auf und da dürfte auch noch einer daneben passen, oder? Bevor wir an die... Ich setze noch ein Stückchen nach hinten hier. Ein Ticken. So. 3. 4. Hier hätten wir schon mal, aber jetzt wird es hier halt schwierig. Da kann ich sie halt nicht draufsetzen. Ich jetzt umdrehe, wie sieht das aus? Wir wollen das gerne. Da sagt dann nicht genug Pfeil. Geht dann höchstens hier. So, Nummer 2. Aber die 2 kriegen wir ja nicht mehr. Also uns fehlen 2. Wenn dann 2 jetzt dahinter setze, ist zwar nicht schön, aber wenigstens etwas. Also hier geht uns ein bisschen der Platz aus, aber das können wir nach oben verlegen zur Not. Denn dafür ist der ganze Spaß ja auch gedacht. Hier brauchen wir auch nicht ganz so viel Platz dazwischen. Dann geht das da lang. Okay. Wir richten uns hier Gummibeton ein. Einstellung kopieren. Einfügen, einfügen, einfügen. Einfügen, einfügen. Dann noch ein bisschen einfügen. Fertig. So. Das heißt, hier kommen die Sachen rein. Irgendeiner davon muss herkommen. Ich meine, ich kann es auf 7 runterpacken, wenn ich einen auf... Ich habe nur einen dabei, schade. Oder habe ich da hinten in unseren Kästen noch was drin? Genau. Gucken jetzt nach. Wie viel Zeit nehmen wir uns noch? Wenn ich da hinten in meinem gemischten Kasten genug finde, also ich muss irgendwie noch einen weiteren, ups, nicht fallen, da ist nichts, da ist auch nichts, okay, dann machen wir das. Wenn wir uns einen sparen, ist das zwar immer noch nicht schön, aber besser als so. Ihr seid auch definitiv nicht gleichmäßig. Macht nichts. Dich nehmen wir weg. Und dich packen wir jetzt einfach mal auf 177,1. Wir brauchen von dir 100. 205,714. Willst du mich verarschen? Und mit Panorama 44. Muss man ausrechnen. Wir haben 100 plus 205,714 plus 44. So. Minus. Wir wollen. Wir haben hier 6 mal 45. 6 mal 45. Ja, dazu. Das. Plus. 45 mal 1,771. Zwei mal 2. So, gleich 0,19, die überbleiben. Okay. Da haben wir zu wenig.
So. 7714. Okay. Machen wir nochmal eben. Nehmen wir eben den Teil raus. 6x45 sind 90, sind 270. Fehlen also. Und das? 6x45, 270. Whatever. Hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen 7, 1, 4, 1. Wie auch immer. Ja, das wird schon passen so. Okay, damit kommen wir auf jeden Fall aus. Das ist also das nächste, was wir anschließen, was dann auf die zweite Ebene da geht. Oh Mann. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, die Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.